Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV-Zuseher und natürlich auch alle Zuseher auf Telegram und wo auch immer meine Videos noch verbreitet werden. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein kleines Jackerl. Na, Spaß beiseite, brauche ich nur, damit ich einen gewissen Wirkstoff einfach besser verarbeiten kann. Ja, meine lieben Freunde, um was geht's in diesem, glaube ich, doch relativ kurzen, knappen Video? Es geht darum, was mache ich, wenn die Haut mir wieder irgendwo irgendwelche Beulen, Bäulchen, Furunkel, Abszesse aufzeigt oder ähnliche Dinge. Was kann ich tun? Genau, was kann ich tun, außer dass ich zum Onkel Doktor meines Vertrauens laufe? Bevor ich das tue, mache ich das. Und zwar Teebaumöl. Unglaublich wichtig in meinem Leben. So unbedeutsam, wie es auch sein mag oder zu sein scheint, so wichtig und so unglaublich toll finde ich diesen Wirkstoff. Und dann haben wir hier das allzeit bekannte DMSO, und zwar das Dimethylsulfoxid. Genau. Dimethylsulfoxid, DMSO abgekürzt, kennen wohl auch die meisten, ist wunderbar. Und was braucht man noch? Hier braucht man ein bisschen an Trägerfett. Kokosöl. Ich hoffe, das geht auch mit dem Ganzen. Das sind diese drei Komponenten, aus der ich jetzt ein kleines Sälbchen bastle, zusammenstelle, um eben Furunkel, Abszesse und all diese durch die Haut sich zeigbaren Symptome wieder loszuwerden. Genau, und so funktioniert's. So, meine lieben Freunde, jetzt ist das Kokosöl ziemlich flüssig und ich gebe es einfach nach Gefühl das Ganze hinein, und zwar Teebaumöl. Riecht eh schon gut. Das ist für mich eine reine Gefühlssache. So. Und das passt. So, nochmal kurz. Das ist so wie beim Salzen. Da weiß ich auch ziemlich genau, was ich brauche. Und da habe ich jetzt eben in dieser Spritze das DMSO drinnen, damit ich da nicht herumpatzen muss. So. Das ist jetzt auch so gefühlt. Naja, nachdem wir das Ganze ja nicht trinken, kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Okay, das Ganze ist jetzt quasi flüssig. Ein bisschen umrühren. Ja, und das Ganze muss jetzt natürlich noch wieder sich verfestigen, damit es dann auch eine schöne salbige Konsistenz ergibt, damit man es dann auch gut eben auf die Haut auftragen kann. Also noch einmal Teebaumöl, DMSO und Kokosnussöl. Eine super gute Salbe für Furunkel, für Abszesse und für sonstige Wimmerl eben auf der Haut. Genau, und das funktioniert, das kann ich euch garantieren, weil gerade Teebaumöl, das kenne ich seit Jahren und ich behandle immer meine Abszesse, sollte ich welche bekommen. Und ich hatte früher wirklich massive Probleme damit, wurde deswegen auch dreimal im Krankenhaus behandelt und operiert, jedes Mal Vollnarkose. Und seit ich das mit dem Teebaumöl weiß, Gott sei Dank nichts mehr. Sobald sich mal irgendwo so ein Abszessal eben irgendwo bilden würde, sofort Teebaumöl normalerweise drauf, ohne das Ganze da jetzt. Aber das ist halt jetzt quasi die Verfeinerung mit DMSO, weil DMSO eben ein super gutes Trägertaxi auch ist. Ja, das heißt, es nimmt die Wirkstoffe mit und sorgt dafür, dass sie leichter, viel leichter in den Körper hineinkommen. Ja, und das Kokosnussöl hat natürlich auch für sich selbst viele, viele Wirkstoffe, die auch gerade hier eben antibakteriell eben auch wirken können
Und vor allem ist es natürlich auch hier die Konsistenz, die man benötigt, um hier sozusagen eine Quasi-Salbe zu haben. Naja, das ist jetzt natürlich etwas, das man nicht monatelang jetzt verwenden kann. Das ist was, was man sich immer wieder für ein paar Tage eben anrichtet, weil da ja keine Konservierungsstoffe grundsätzlich drinnen sind. Aber ein paar Tage hält es auf jeden Fall, vor allem wenn man es im Kühlschrank drinnen hat. In dem Sinne, genau, alles, alles Liebe, euer Geo von GeoLeben TV und hier auf Telegram und wer weiß, wo sonst noch überall. Daumen hoch, Kommentare in die Kommentare und was auch immer noch so los ist. Baba, ciao, tschüss und servus. We'll be right back.